So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Gibt mal wieder ein Video, die Post war da, aber diesmal etwas anders, weil das Paket ist größer. Man sieht es vielleicht schon hinter mir. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lang. Wir fangen dann auszupacken. Oh. Ja, er hat gesagt, die haben mir einen Drucker bestellt. Ein Drucker mit Defekt. Packen wir jetzt mal aus. Gucken wir mal an, ob das Ganze ohne Transportschaden ankommen ist. Okay, der hat dann einen Lieferschein dabei, beziehungsweise eine Rechnung. Der hat den tatsächlich mal bei Otto gekauft. Aber Garantie ist keine mehr drauf, weil der ist von 2019, der Drucker. Ja, gucken wir mal, ob alles verpackt ist. So, da können wir noch mehr raus. Viel Papier, Papier, Papier. Dann haben wir hier hier Schachtel, wo Stromkabel und so drin ist. Aber das ist alles erstmal uninteressant. Und es ist gut, dass ich den Buckel hier rausgeht. Dass ich dann nachher mal auch von der Größe her spreche, denn ob der größer oder kleiner ist wie mein HP-Drucker, was ich gestern im Video versucht habe zum Reparieren, zum Dichtköpfe zum Reinigen. Das ist das gute Stück, der hat sogar die Transportsicherung hier mit wieder eingebaut. Cool. So. Das ist ein gebrauchter Drucker. Sieht man jetzt auch, der ist ein bisschen staubig. Aber ich finde jetzt eher nicht gar allzu tragisch. Er ist echt ein bisschen staubig. Aber der hat auf jeden Fall den ADAF, den automatischen, ich weiß gar nicht, für was die Abkürzung steht. Auf jeden Fall, der zieht das Blatt ein, scannt die Vorder- und Rückseite in einem Durchlauf. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ihr den Drucker wollt. Hier sieht man, nein, da sieht man auf jeden Fall, der hat auch Patrone drin, nicht original. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum die Ausdrucke nicht mehr in alle Farben gedruckt waren. Mal theoretisch könnte man den eigentlich mal anstecken. Das Kabel haben wir irgendwo. In der Transportsicherung ausbauen. Und das mit, dass ich da jetzt gleich irgendwas kaputt mache. Das Kabel können wir mal einstecken und dann können wir versuchen, irgendwas zum Kopieren.
Ja, und was ich vielleicht auch noch erwähnen kann, das ist doch, wenn wir einen WLAN-Drucker, das heißt, ich kann den nachher irgendwo aufstellen. Kann den irgendwo aufstellen und bin unabhängig vom Druckerverhältnis aufgetreten. Okay. Druck abbrechen und Gerät ausschalten. Gerät wieder einschalten. Also, dass der einen Fehler bringt, das wurde auf jeden Fall nicht kommuniziert. Der hat einfach geschrieben, oh, jetzt hat er echt den Fehler gezeigt. Der hat geschrieben, dass der Drucker eigentlich nicht mehr sauber druckt, aber dass er noch funktionsfähig sei. Wenn ich jetzt aber einschalte und da gleich die Fehlermeldung kommt, ist das nicht mehr funktionsfähig. Insofern war ein Touch-Display wie im Handy, wo man hoch und runter scrollen kann. Mein HP, der hat auch schon ein Touch-Display, aber der hat nicht die Möglichkeit, dass ich irgendwas scrollen kann. So, das heißt, ich komme da schon mal gleich geil weiter. Und wenn der Schlitter hier jetzt nicht in Ausgangsposition fährt, dann kann ich auch nichts ausbauen. Da gibt es auf der Seite wohl irgendwas, wo man drücken kann, dass die Sperre aufgehoben wird, aber da weiß jetzt ich nicht wo. Das ist oder so kompliziert bei dem Drucker, die Patrone auszubauen, wenn der Drucker nicht dazu auffordert, weil die Patrone muss in diese Stellung fahren. Dann wird dieser Knopf hier aktiviert und dann kann ich erst die Patrone ausbauen. Wenn jetzt ich aber sage, ich möchte die Patrone jetzt wechseln, ohne dass der Drucker mich auffordert, ist auch dieser Knopf hier ohne Funktion. Und B, kriege ich den Druckkopf, den Patronenschlitter nicht aus der Grundstellung raus. So. Auf jeden Fall Transportschaden haben wir keiner. Und das hier, das ist jetzt die Einheit. Der Scanner fährt hier drüber, scannt die Vorderseite ein. Und auf der Seite haben wir nochmal so eine Einheit. Und da wird dann die Rückseite eingescannt. Sonst. Bei vielen Drucker kennt man ja das, dass diese Einheit hier vorfährt und hier vorne dann praktisch eine Seite einscannt. Der hat das jetzt hier und hier jeweils separat. Oder das hier ist vielleicht auch nur die Beleuchtung, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann der Drucker Vorder- und Rückseite in eurem Durchlaufscanner. Der Hauptgrund, warum ihr den eigentlich wollt, das muss jetzt ich erstmal gucken, wie ich den Fehler hier wegkriege. Die kann den scheinbar nicht ausschalten, wenn die. Drücken Sie abbrechen. Ich habe keine Ahnung, wo die Abbrechen-Taste ist. Ja, ihr könnt mir vorstellen, dass ich den Drucker vielleicht erstmal auf Werkseinstellungen zurückstellen muss, aber ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen was ausprobieren, ohne dass ich das jedes Mal mit der Kamera aufnehme.
Idee von mir war jetzt eigentlich, dass ich schnell eine Kopie mache und auf der Kopie dann vielleicht schon mal irgendwas erkennen kann. Tja, Druckfehler ist aufgetreten. Gehen Sie folgendermaßen vor: Druck abbrechen, Gerät ausschalten, Gerät wieder einschalten. Besteht das Problem weiter, im Handbuch nachschlagen und dann Service Center wenden. So, also, weiß jetzt nicht, ich vermute mal, dass das Video jetzt an dieser Stelle beendet ist. Das ist jetzt oder so nur ein Video, die Post war da. Der Drucker ist angekommen, wie es weitergeht, weiß ich nicht. Vielleicht hänge ich das an das Video noch an oder es kommt ein separates Video. Aber ich denke eher ein separates Video. Gut, dann sage ich mal danke fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.